Ja, moin moin und damit willkommen zu einer Ankündigung, beziehungsweise ist es eher ein Dankeschön und zwar an Philipp Walulis, beziehungsweise die ganze Gruppe, die dahinter steht. Ja, ich habe das natürlich mitbekommen. Es war als erstes ein Kommentar von Fabento auf meinem Kanal, wer kommt alles von Walulis und da, ich habe den Kanal natürlich abonniert, aber hatte zu der frühen Minute noch nicht direkt reingeguckt und hatte erstmal einen kurzen Schock bekommen. Was hat Philipp jetzt wieder gemacht? Und ja, dann habe ich mir das Video schnell angesehen und ja, fand diesen Roast, den ihr da quasi an uns allen da gemacht habt, fand ich wunderbar herrlich. Die Community hat das wohl auch relativ gut aufgenommen, zumindest habe ich einen ziemlich starken Abo-Zuwachs, deswegen wollte ich mich hier an dieser Stelle nochmal bedanken. Wie gesagt, herzlich willkommen bei uns an die neuen Abonnenten, herzlichen Dank an Philipp Walulis und seine Gruppe. Wenn euch neuen dieser Kanal erstmal so ein bisschen erschlägt, weil es hier so viele Videos gibt, dann schaut am besten mal in die Playlist rein. Das ist immer so ein bisschen der beste Überblick, den ihr da bekommen könntet. Ich habe das, die ganzen Videos alle sortiert und dann schaut ihr einfach nach Sachen, die euch interessieren. Also wenn das Cthulhu ist, dann schaut ihr eben so ein bisschen Horror und da dann eben die verschiedenen Zeitalter. Oder ihr interessiert euch für das Schwarze Auge, also ein bisschen Fantasy oder eben komplett andere Sachen. Ich habe auch noch ein paar Pen and Paper Rezensionen. Ich habe Sachen zu Hexen hier, also Europa im Jahr 1733. Wie gesagt, schaut euch ein bisschen um, gerne auch mal in die alten Livestreams, die sind auch immer ganz hilfreich, wenn es dann um Rollenspieltheorie geht. Aber ja, wie gesagt, herzlich willkommen bei uns, schön, dass ihr hier seid, bleibt gerne hier, ich freue mich über jeden. Wenn irgendeine Frage sein sollte, dann stellt die auch gerne in den Kommentaren, ich beantworte eigentlich jede Frage, die irgendwo aufgeworfen wird. Und auch wenn es nur ein anderer Kommentar ist, wo ich darauf antworten kann, dann tue ich das natürlich auch. Herzlich willkommen und Dankeschön. Dieses Mal Frosty Pen and Paper. Frosty hat mit seinem Kommentar Daumen hoch für den Fritzelwitz gezeigt, dass er humortechnisch genauso degeneriert ist wie wir und deshalb dringend psychologisch gegengecheckt werden sollte. In über 970 Videos durchspielen die Freunde auf Frosty Pen and Paper dutzende Rollenspiele und erwecken eine Fantasywelt zum Leben voller fremder Fabelwesen, die uns doch ähnlicher sind als geahnt. Ich mag Bier. Ich mag Bier wirklich gern. Es entfalten sich magische Geschichten mit dem Besten, was Pen and Paper Action zu bieten hat. Sie kriegt 4 Punkte vom Sturmangriff selbst. Dann kriegt sie 6 Punkte, weil sie DKS durchlaufen muss, die sie nicht hat. Dann kriegt sie nochmal 6 Punkte, weil sie DKN durchlaufen muss, die sie auch nicht hat. Und natürlich das Wichtigste: raffinierte Charaktere. Vor dem Schlafengehen hört sie ihn auf seiner kleinen Flöte traurige Liedchen in Moll pfeifen. Die auch Detailfragen standhalten. Wie klein muss man sich diese Flöte vorstellen? So Ogergröße? Also erheben wir unsere Trinkhörner auf Frosty Pen and Paper, dem eigentlichen Drachenlord auf YouTube. Jetzt zu einem.